So, jetzt geht's los. Jetzt werden wir mal unsere Ferkel erfassen und gucken, was wir jetzt genau alles für Ferkel haben. Haben wir schon. Ist schon rosa. Habt ihr einen gesehen, welches noch? Das mit dem schwarzen Fleck. Das mit dem schwarzen Fleck. Nein, ich hab da in der Ecke noch.
Pflanzen. Das ist Laub. Schwarzen Punkt hinten drin und ein rechtes Bein. Ja gut, das schreibe ich ja nicht mit auf, ne? Nein, aber wir haben zwei. Also nee. Geht sofort nicht, aber später schon. Irgendwann, aber dafür haben wir sie doch, weil wir doch gesundes Fleisch essen wollen. Also zwei Top-Zuchtsauen. Also ich habe da jetzt für heute Abend auch schon mit reingetan, dass die da in Ruhe beschäftigt sind. Den brauche ich mir den ganzen Eimer mit meinen Brötchen gar nicht, was? Ne, können wir den Schafen geben, das ist ja trocken, oder? Sollen wir das den Schafen geben? Ja, jetzt wieder beruhigt. Wo ist sie denn? So, jetzt, ja. Aber jetzt haben wir erstmal alles fertig. Wollen wir... So, alle sieben Ferkel sind jetzt durchgeguckt. Wir haben zwei Zuchtsauen dabei, die für die Zucht wirklich geeignet sind. Ganz schöner Sattel, richtig schöne Sauferkel. Die anderen fünf sind relativ viele Eberferkel bei den anderen fünf noch dabei. Die sind aber für die Zucht nicht geeignet. Entweder stimmt der Sattel nicht oder die haben schwarze oder braune Flecken. Und ja. Das ist dann für die Zucht leider nicht geeignet, aber zwei Sauferkel schon ziemlich gut. Ein Sauferkel bleibt hier. Wir wollen auf Dauer wieder zwei Zuchtsauen haben, sodass wir jetzt die Stine plus eine zweite Zuchtsau bekommen. Und die zweite Zuchtsau, die jetzt bei den Ferkeln dabei ist, die geht an einen anderen Schweinehalter bei uns im Zuchtverband. Und ja, so kann das mal munter weitergehen. Schöne Sauferkel, die wir absolut für die Zucht gebrauchen können. Ich filme jetzt gerade durch das Loch, wo das Kabel für die Wärmelampe durchgeht. Und wie man hören kann, Mama ist satt und zufrieden. Und die Kleinen saufen. Ich hoffe, man kann das vernünftig sehen. Ja, hier ist das Kabel ein bisschen im Weg, aber ich denke, man kann erahnen, was da unten los ist. Ja, die blauen Punkte vom Rücken sind schon fast wieder weg. Das war Blauspray. Das ist im Prinzip so ein Desinfektionsspray. Das haben wir aufgesprüht, damit wir vorhin nachvollziehen konnten, welche Ferkel hatten wir denn schon. Man kann die zwar ganz gut auseinanderhalten, aber bei dem Geschrei und bei dem Getöse ist man selber nicht so ganz entspannt und ein bisschen unruhig. Und dann hat man halt schnell mal den Blick, welches Ferkel haben wir schon. Welches ist gezählt, welches nicht. Ja. Und da sieht man, das zweite Ferkel von rechts hat hinten so einen schwarzen Punkt am Hintern. Ist auch ein Eberferkel, ist für die Zucht nicht geeignet. Das Ferkel daneben hat braune Punkte im weißen Sattel. Leider für die Zucht auch nicht geeignet. Das ganz rechte Ferkel ist das ganz braune. Der hat nur einen ganz leichten weißen Strich, ist auch ein Eberferkel. Und da hinten sieht man auch braune Punkte im Sattel und der Sattel geht auch hoch bis zum Kopf, das ist auch nicht richtig. Ja, und die anderen, die werden wohl vorne als erste liegen. Das waren auch richtige Mopeds, die waren erheblich dicker und schwerer wie die anderen. Sieht man aber auch, je weiter vorne die trinken, desto mehr Schmackes sitzt da in der Milchbar der Mama. Also die ersten Zitzen sind die besten und je weiter nach hinten, ja, desto schlechter, will ich jetzt nicht sagen, aber desto weniger Power ist da drin. Und die beiden Zuchtsauen, das waren mit Abstand, so wie ich das gefühlt habe, jetzt erstmal auch so von der Masse her die größten und auch die schwersten. Ja, und haben die gleich den richtigen Start. Zuchtsauen mit ordentlich Power, ja, dann sind die auf jeden Fall fit und gesund. Da machen wir uns mal keine Sorgen. Denn jetzt lassen wir die ganze Bande mal wieder in Ruhe hier. Aber so kann man mal sehen, was da los ist. Und Mama macht ordentlich Palaver. Oh, die ist aber wohl satt.